Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zum wahrscheinlichen Finale von Samoros. Wir gehen zu dem Mönchplaneten, dem Planeten, von dem wir schon so viel gehört haben, und schauen, ob wir jetzt einen bösen Mönch antreffen, ob wir die versteckten, netten Mönche finden oder was hier genau jetzt passieren wird. Oh, wir haben schon mal einen coolen Vogel. Guten Tag. Sehe ich genauso. Und ein Röhrenrätsel. Unser übergeordnetes Ziel ist ja immer noch, zu dem Planeten zu kommen mit diesem Mega-Magiestein, der alles beherrscht. Wohin auch der böse Mönch aufgebrochen ist. Wir müssen ihn ja aufhalten. Und deswegen habe ich eigentlich für das Ganze hier auch keine Zeit. Ich muss ganz, ganz schnell weiter. Für irgendein Rätsel. Aber wir pumpen halt einmal. Oder was machen wir? Das hört sich an wie pumpen, oder? Oh, hier kann ich auch noch irgendwas machen. Ah. Hier, was habe ich gemacht? War das jetzt richtig? Okay, ich habe das Musikinstrument gespielt, aber ich wusste gar nicht Bescheid, dass ich das getan habe. Hä? Warte. Ich brauche das Wasser eigentlich. Hier. Wir haben eine Blüte. Okay, ich mache in vier ganz, ganz viel rein. Da ist ja unsere Blüte unten. Und? Passiert da jetzt was? Oh ja. Oh, sie wächst. Oh, das ist gut. Ja, cool. Kann ich den jetzt abnehmen? Oder was passiert jetzt mit dem? Hier, Vogel, willst du mal? Hier oben? Da? Nee, anscheinend interessiert er sich überhaupt nicht für die Pflanze. Gehen wir einfach mal weiter und schauen, was es dort gibt. Oh, hallo Mönche. Kann ich mit euch reden? Könnt ihr mir sagen, was passiert? Ich weiß ja, was passiert ist, aber ich weiß ja nicht, ob er schon den Megastein bekommen hat. Ich muss sagen, der hier hat ultra unheimliche Alien-Augen. Guten Tag. Oh. Auf dem Mond ist ein Schwert von dem Roboter. Und der Roboter... Nee, das hat er mir nicht erzählt. Aber der Roboter braucht bestimmt den Stein, das weiß ich schon. Vielleicht können mir die anderen ja noch was erzählen. Der Roboter vom bösen Mönch ist auf dem Turm. Aber du kannst durch einen Geheimgang in den Turm gelangen. Ah, und da ist schon der Stein. Der hat schon den Megastein geholt, oder wie? Oder ist es die böse Energie, die ich zerstören kann? Okay, und der Meditation, was hast du mir zu erzählen? Mit Hilfe des Roboters kannst du den Kampfroboter besiegen. Wie? Ja gut, dann brauche ich den Stein. Mit dem Stein wiederbelebe ich den Roboter und dann wird alles gut. Aber wo ist der böse Mönch? Okay, ja gut. Ich habe da drüben außerdem euch einen Kürbis wachsen lassen, falls ihr Hunger habt. Oh, wir gehen hoch auf den Turm. Ich muss sagen, die Sounds und die Musik in dem Spiel passt echt gut zu dem ganzen Spiel. Also es ist echt alles sehr hübsch gemacht. Ach, und da oben ist er. Der Roboter. Da. Ja, ich weiß, da darf ich nicht rein, gell? Um Gottes Willen, sind die laut und unheimlich. Okay. Wir probieren es trotzdem. Gut, hier kann ich jetzt nichts anderes machen, ist die Sache. Du wirst ja wahrscheinlich auch nicht mit dir reden lassen. Ich habe gedacht, hier komme ich irgendwie zu diesem Geheimgang, aber anscheinend muss ich den noch finden. Also Vordereingang geht schon mal nicht. Jetzt muss ich erstmal wieder den ganzen Weg runterlaufen. Oh, guck mal, das ist eine Eule. Hallo. Oh. Dadurch, dass ich die Eule angeklickt habe, habe ich wieder das Eulengeräusch bekommen. Okay, alles klar. Kann ich denn irgendwas hier noch machen, außer die Eule anklicken? Ah, ich kann ins Boot rein. Hallo? Ah, du kommst sogar mit. Ja, das ist ja nett. Dann... Hallo? Nein, ich will mit. Ach, Gott sei Dank, ich darf rein. Guck mal, da ist wieder Hedwig. Ja. Mhm. Wir schwimmen einmal nach rechts, bitte. Oh, unheimlich. Ach so, und hier kommen wir dann wahrscheinlich... Ah, in die Höhle. Unter der Höhle ist bestimmt die Treppe. Und hier rechts sind Steinchen. Oh, guck mal, ein Marienkäfer. Mhm. Und was ist das da an der Wand? Das ist ja auch lustig. Oh Gott, es tut mir leid. Upsala. Oh, guck mal, da oben ist so eine Geheimtür. Ich wette, da oben links komme ich wieder raus. Und dann laufe ich da außen rum und keine Ahnung, was dann passiert. Aber da oben ist eine Tür, ich sehe das. Okay, da drin... Hä? Was habe ich getan? Da drin lebt auf jeden Fall irgendwas. Ist ein gigantischer Ameisenbär. Komm schon, ein gigantischer Ameisenbär. Ja? Oh, fast. So eine Mischung. Guck mal, da hinten ist so ein Haufen. Den magst du bestimmt gerne. Ach, du willst... Ja, Kürbis, den habe ich schon... Den muss ich jetzt einfach zurückgehen und den holen?
dass ich den aber nicht davor schon mitnehmen durfte. Ist aber auch echt... Oh, ich kann den abnehmen. Ich habe gedacht, vielleicht brauche ich auch noch den Vogel. Gemein. Hier, guck mal, was ich hier gebracht habe. Ein lecker Kürbis. Komm schon, du riechst es. Oh, Kürbis. Ja. Kein Problem. Ich hoffe, dafür dürfe ich in deine Höhle. Ja. Dann erstmal alles von den Bäumen runtergeworfen. War das lecker? Ihr wollt es lecker? Hä? Hä? Okay, danke schön. Aber ich glaube, ich komme hier nicht raus, sondern ich gehe hier rein. Oder die Tür redet mit mir. Ich würde gerne reingehen. Tür. Und darf ich rein? Ach, jetzt muss ich wieder irgendein Rätsel lösen, bestimmt. Okay, ich hab... Hä, was? Ah, ich kann die drehen. Hä? Okay, ich drehe es einfach mal. Oh Gott! Hä? Was habe ich getan? Hä? Er hat jetzt eine andere Farbe. Okay, aus irgendeinem Grund wechseln die Farbe, wenn ich die drehe. Jetzt seid ihr alle... grau? Okay, die wollten grau sein. Alles klar. Ja gut, danke schön. Ich hoffe, ihr seid glücklicher mit eurer neuen Farbe. Ah, und jetzt klettern wir den Turm hoch. Und jetzt ist die große Frage. Ist so oben der Stein drin? Ich hoffe, da oben ist der Stein. Der ist er! Oh, was machen wir jetzt? Um Gottes Willen, der böse Mönch ist da ja auch. Guck mal, der lebt jetzt hier ganz alleine. Früher haben hier alle gelebt. Was kann ich denn hier machen? Okay, der guckt den Stein immer mal wieder an, macht die Kuppel runter und ist komplett begeistert davon. Hey, warum ist er jetzt wütend? Was macht denn die Pumpe hier? Okay, da kann ich Feuer machen. Ah, okay, ich habe jetzt Feuerholz reingemacht. Jetzt pumpe ich Luft rein. Ah, und dadurch wird das Wasser dort oben heiß, oder? Ja. Genau. Und jetzt wird er wütend, geht er runter. Und macht was? Ich pumpe einfach mal weiter, damit es weitergeht. Er trinkt das Wasser. Hä? Warum? Hä? Hä? Okay, alles klar. Und jetzt? Jetzt geht er? Aus Wut muss er jetzt paar Trompetenlaute loswerden? Verstehe einer diesen Kerl. Was zur Hölle? Okay, ich gehe mal nach oben. Und guck, was ich hier noch machen kann. Was ist da drin? Okay, nix. Okay, ich versuche mal nach oben zu gehen, denn irgendwie kann ich nichts anderes machen. Nee, wir dürfen nicht nach oben. Die Sache ist, ich habe das Brennmaterial nicht mehr. Ich kann nicht nochmal heißes Wasser machen. Er konnte ja irgendwie seine Trompeten nicht mehr benutzen. Er war richtig wütend. Also, ja, ich glaube, das war's hier. Vielleicht können wir jetzt vorne rein, weil er die Trompeten nicht mehr benutzen kann und dadurch das Ding nett ist und er es nicht kommandieren kann. Ich weiß es nicht. Beziehungsweise, ich nehm den Korb mit, wenn ich den mitnehme. Ah, ich darf den mitnehmen. Okay, der kann vielleicht praktisch sein. Vielleicht muss ich auch neues Brennmaterial holen. Dann wiederholt er das Ganze und weil ich diesmal weiß, was passiert, kann ich es dann in der Zwischenzeit klauen? Ich weiß es nicht. Ah ja, vor allem ist es hier unten, ist es dasselbe Zeug? Hallo, ich würde gern nach unten kommen. Ja, danke schön. Genau hier wollte ich hin. Du bist der Beste. Ich nenne dich Ameisi. Ja? Kann ich die da reinfüllen? Ah ja! Ich kann das mitnehmen. Aber sind das jetzt Steine oder brennt es auch? Bringen wir das Zeug einfach nochmal nach oben und gucken, ob wir damit nochmal das Feuer anheizen können. Wenn das nämlich geht, dann können wir ja vielleicht diesmal in der Zwischenzeit den Stein klauen, wenn er wieder nach oben geht und versucht zu trompeten. Große Frage ist, wird er jetzt nochmal das heiße Wasser... Ja gut. Er ist besessen, Leute. Er ist besessen. Kein Wunder, dass er das nochmal trinkt. Die Wut setzt wieder ein. So. Okay, und jetzt? Können wir jetzt nach oben? Nee, ich kann nichts klicken. Ich kann nichts klicken, Leute. Er wird jetzt einfach wieder trompeten. Oh nein! Hä? Oh, fliegt er weg? Wie gut! Ja, nice! Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schnell, geh mir da hoch. Ganz, 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 ganz schnell. Ja, okay. Er fliegt einmal im Kreis anscheinend. Und dann holen wir den Stein. Sehr gut. Und dann direkt wieder. Weg, 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 beeil dich. Weg, 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 weg. Keine Lust. Keine Lust auf das Ganze hier. Jetzt ist das große Problem. Jetzt fliegt er draußen rum. Vielleicht wird er mein Raumschiff angreifen. Das wäre natürlich sehr uncool. Oh, warte. Vielleicht brauchen wir den Korb nochmal. Nehmen wir den einfach mit. Dann nehmen wir noch mehr von dem Brennmaterial. Ich weiß nicht. Es ist stinkende Kohle. Wir nennen es stinkende Kohle.
mit. Und dann... Ach, ich muss es hier... Hä? Wir dürfen das Ding nicht mit aufs Boot nehmen. Okay, dann gehen wir halt ohne weiter. Oh, jetzt ist es voll. Okay, und anscheinend dürfen wir echt einfach so abheben. Oh, ich hoffe, wir werden jetzt nicht irgendwie angegriffen, während wir wegfliegen. Weil wir sind ja schon recht auffällig. Aber anscheinend ganz schnell hier weg, dürfen wir einfach so auf den Mond fliegen. Guck, da ist der Safe-Planet, aber da... Ich frage mich halt, was mit dem anderen Mönch, dabei ja noch ein Beschützer-Mönch, was mit dem passiert ist. Aber damit können wir uns später beschäftigen. Wir haben es jetzt ganz, ganz eilig. Oh, der Planet sieht aber cool aus, muss ich sagen. Kleiner Roboter, ich hoffe, du bist nett. Wenn nicht, wäre das jetzt echt nicht gut für mich. Bist du ein netter Roboter? Netter Roboter? Ein Broboter. Ein Broboter, das ist ein guter Name. Was? Die Hand? Ach, dir fehlt eine Hand. Kannst du es nicht nehmen? Bitte besieg mal diesen Roboter für mich. Der ist echt nicht so lustig. Ja? Machst du für mich? Oh, darf ich auf der Schulter mit oder so? Ich würde echt gerne auf der Schulter mitkommen. Oh. Oh, die Musik. Okay. Ja, nice. Kann ich hier noch irgendwas machen? Da hinten fliegt er. Ab in den Krieg. Oh, ich hoffe doch, er wird erfolgreich sein. Die Sache ist, er hat sich ja auch die Zunge verbrannt. Heißt, vielleicht kann er seine Trompeten nicht benutzen. Nee, er kann die Trompeten nicht benutzen. Ja. Was machst du jetzt? Roboter wird es schon regeln. Zack. Oh nein, Roboter! Roboter! Oh Gott sei Dank. Ja. Erster Kopf ab. Und es wachsen keine nach. Nice. Letzter Kopf. Der kann immer noch keine Musik machen. Und... halbiert! Ja! Roboter. Ja, super. Haben wir es jetzt gelöst? Was passiert jetzt mit dem bösen Mönch? Was werden wir in der Zukunft machen? Die Mönche freuen sich auf jeden Fall. Ist das nicht schön? Haben wir es jetzt durchgespielt? War es das schon? Das lief ja glatt so gut. Ah, guck mal, ich krieg eine Brille als Belohnung. Jetzt kann ich endlich VR spielen. Immer her mit dem Teil. Nee, ach, die upgraden mein Raumschiff? Hä? Kann es jetzt durch die Zeit reißen? Oder was bringt mir das? Oder muss ich nie wieder nachtanken? Ja gut, dann war's das. Mir wird jetzt hier schöne Musik gespielt. Ich bin der Held. Und ich kann mitspielen. Ich bin ein Mönch. Ich bin der Nachfolger geworden. Wie cool ist denn das? Ich habe ein getuntes Raumschiff. Keine Ahnung, was das bringt. Ich bin ein Mönch. Wir haben die Mönchwelt gerettet. Auch wenn die gar nicht zerstört wirkt. Also irgendwie die einzige Sache war, dass jetzt dieser böse Mönch da war. Mit seinem Roboter und da gechillt hat. Also irgendwie hat er ja nichts Böses gemacht. Außer, nee, er hat die Geister ja vertrieben. Stimmt, er hat ja die guten Geister vertrieben. Sehr spezielles Spiel. Hat echt Spaß gemacht. War jetzt auch nicht so mega lang. Es hatte keine Dialogen, wie die meisten Point-and-Click-Point-Adventures. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Irgendwie, vielleicht ein bisschen. Amantia Design. Und wie gesagt, die anderen Spiele dieses Entwicklers, dieses Studios, die habe ich schon gespielt. Ich habe das jetzt schon einmal gesagt, beziehungsweise die waren ja sogar mal auf meinem Kanal. Aber die Videos sind privat, weil es eine der ersten waren und die sind peinlich. Genau wie meine neuen Videos auch. Und wir dürfen nochmal in unser Raumschiff. Ach, bestimmt können wir jetzt von Planet zu Planet fliegen, ohne Zwischenstopps zu machen. Ah ja, ist das. Wir können einfach direkt von hier oben nach unten zu meinem Heimatplaneten fliegen. Schnödes Heim, Glück allein, sage ich da. Hallo, kleiner Hund. Wir sind wieder da. Und guck mal, was wir mitgebracht haben. Wir haben Musik mitgebracht. Die beste. Ein Mix aus allem. Ist das nicht entspannt? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!